Moin und hier zurück bei NFS Payback. Hier ist eure Hüterin. Ich komme jetzt mal, ich sage hier. Nach dem Outlaws Rush hat sich Ty mit Big Sister und ihrer Drag Racing Familie vom Riot Club angelegt. Racer, eure Hüterin kann das verbrannte Gummi bis hierher riechen. Die zwei Racer haben sich auf der Viertelmeile nichts geschenkt, aber bei Sonnenuntergang war Ty zuerst im Ziel. Ty, Glückwunsch zu deinem Sieg. Wie es aussieht, hat ein Brother der Sister eine Lektion im Drag Racing erteilt. Vielleicht war sie ja gar nicht so groß. Ich hoffe nur, Tyler besteht nicht darauf, dass wir ihn Big Brother nennen. So, jetzt wird hier gedriftet mit meinem Porsche hier, wie man sieht, da fährt jetzt zum Shift-Block-Event. Ja, Kampagne ist hier Richtung der Stadt. Mal schauen, wie es wird gleich. Ja, und ob der Porsche auch zum Driften geeignet ist. Ja, eingebaut ist nichts beim Porsche hier. So, vielleicht. Wir werden es erfahren und sehen. Nicht nachschneiden, bestimmt. Schauen. So, bin ich mal gespannt hier. Shift Lock Drift Trail. Melde dich beim Underground Soldier. Was? Von der Shift Lock Liga. Ja, los geht's. Egal. Irgendwie werde ich es hinkriegen. Wo wirst du sein, wenn die Revolution beginnt? Wir sind die letzte Bastion gegen die Konzerntyrannei. Die driftenden Freiheitskämpfer des desinformierten Zeitalters. Wir sind Shiftlock. Okay. Wollen wir mal nicht übertreiben hier, ne? Ja, mal gucken, wie viele Rennen das sind in der Questreihe hier. In der Stadt der Lichter. Gute Neuigkeiten, Rekrut. Du darfst dich im Shiftlock-Test beweisen. Zeig mir, wie du driftest, dann reden wir. Bist du dieser driftende Anarcho-Hacker? Wie heißt du nochmal? Ich bin jeder, ich bin niemand. Ich bin der Underground Soldier. Alles klar. Underground Soldier. Driften for the win. Nehmen wir der Drift 200 Meter ohne Unterbrechung und übertrifft die. Ich nehme das mal an. Ich habe ja noch Kohle übrig. Ich vertraue mir selbst mal. Denk daran, nimm Tempo auf und lenke hart ein, um ins Driften zu kommen. Tippe die Bremse an, um einen großen Winkel zu erreichen. Okay. Setz Nitro ein, um deine Multiplikator zwischen zwei Kurven zu sperren. Okay. Durch Kollision verlierst du deine Multiplikator, also sei also vorsichtig so. Ja. Ja, ist die Frage, ob Handbremse oder nicht. Ja. Dann mal los, los! Das läuft doch nicht so gut. Erstmal reinkommen hier, ey. Bleib dran, Mac! Mit 200 hätte ich vielleicht noch nicht machen sollen. Gar nicht mal so übel. Okay. Das ist wie ein Wellness-Tag. Nur besser. Zu erreichen. Uiuiuiui. Was ich hier zeige, damit kann niemand mithalten. Schade. Okay, also die werden abgeschlossen, aber leider die Wette nicht gewonnen. Oh, aber gute Punkte gekriegt. Muss doch noch ein bisschen reinkommen. 200 Meter sind doch ein bisschen weit.
Naja, macht er nichts. Oh. Super. So, Karte, goldene Mitte. Lass was einbauen hier. Die Triebe. Okay, alles klar, wird eingebaut. Natürlich. Boah. Okay, sind doch ein paar mehr Quests rein wieder. 6 Stück hier wieder. Oh, oh, oh. Viele. So. Okay, Auslog ist interessant hier. Nenn mich einfach Mac, okay? In Ordnung, Mac. Hashtiger wirbt für dich. Du kriegst deine Chance. Ich schätze, er macht wohl doch mehr als nur Tiger-Selfies. Zeig uns in Amber Valley, was du drauf hast. Ob du das Herz eines Soldaten hast. Okay. So, wo ist die nächste Driftstrecke hier? Da oben? Was soll das? Ich muss jetzt da oben hinfahren. So ein Blödsinn. Kann ich auch mal Schnellreise hinmachen? Ja, ich mach da mal eben Schnellreise hin. Wieso ist denn das jetzt da oben? Was soll das denn? Na gut, ist halt so, muss ich halt hin. Gehört halt zur Questreihe dazu. Peu à peu wird jetzt hier alles abgefrühstückt. So, mal kurz markieren. Ist markiert, gut, alles klar. So, Tuning vom Porsche lasse ich erstmal sein, weil erstmal soweit die Rennen fahren und dann vielleicht nochmal zum Ende hin nochmal ein paar Sachen kaufen für den Porsche. Mal gucken. Aber erstmal jetzt. Nein. Erstmal auf Standard. Ich hole mir jetzt erstmal ein paar Einbauteile für Getriebe, Kopfblock etc. Bremsen. Erstmal durch normalen Rennen hier. Und dann werde ich dann erstmal diese Einbauen, die ich dann habe, sodass ich bekomme. Und dann vielleicht, wenn ich merke, es geht nicht mehr mit dem hier, das kommt nicht in die Kurven oder was, dann werde ich dann schön das einbauen. Das aber noch ein bisschen Geld auf der Kante, ne? Verhohen kannst du sogar hier. Ist die gar nicht so gut. So. So, dann gib mir mal ein bisschen was. So, ich weiß nicht, ob ich die Nebenwerte nochmal annehmen soll oder nicht. Da habe ich eigentlich schon auf 160 und übertrifft die Zielzeitpunkt. Ich mach's einfach mal. Na, Rüsten auf Fun. Unser Ergebnis und wir Huste und so, ne? Aber ich meine, es erkältet immer noch. Das wird auch erstmal den Winter nicht ergeben. Von mir. Gut, gut. Das wird eng! Geht's gerade nicht so gut. 10.000 Punkte, muss aber 43.000 erreichen. Das wird nicht so gut. Krass, krass, krass. Ich tue, als wäre es nie passiert. Ja, muss ich normal fahren? Das ist gar nicht so einfach auf dieser Strecke hier. Das ist echt nicht so einfach. Ich muss echt jede Kurve mitnehmen, ey, sonst ist das nichts. Verdammt. Oh, so ein Pech, ey. Willkommen auf der Teststrecke. Schlag unser Ergebnis und werde Teil der Revolution. Was wollt ihr machen? Sie zu Tode driften? Mach schon! Wie soll ich hier auch anständig den Driften, ey?
nicht übel. Okay, da kann ich irgendwas zusammen, das ist schon mal gut. Aber Konstruktion ist echt wichtig hier. Ich könnte den ganzen Tag so driften. Ja, gut so. Oh. Nicht schlecht, oder? Jetzt habe ich ihn raus hier. Krass. Da bin ich mir zufrieden. Also muss ich echt ein bisschen konzentrieren. Muss dann auch aufhören zu sabbeln. Dann läuft das auch. Den Wetter auch erreicht. Oh, wunderschön. Hat sich auch gelohnt. Okay, Turbo. Alles klar. Den kann ich, glaube ich, ganz gut gebrauchen hier. So, zweite Questreihe erledigt. Das ist schon mal sehr nice. So, wo geht's weiter? Oh, der nimmt an. Sehr schön. Für einen Konzernschaf. Komisch, gegen die schicken Konzernwagen, mit denen ihr driftet, habt ihr aber nichts. Wir setzen die Waffen der Bourgeoisie gegen sie selbst ein. Wenn dich das besser schlafen lässt, Che Guevara. Ja, ja, mit so Ausreden, ne? Das hat schon ganz recht, der Mac. Fahren dann die Bonzenautos hier von den Konzernen, ey. Natürlich sollten wir das. So, driften, driften, driften. Drifte 400 Meter ohne Unterbrechung und übertrifft die. Nein, das mache ich jetzt nicht. Glaube ich, das schaffe ich nicht. Nein. Das traue ich mir jetzt gerade nicht. Nee. Befrei deinen Geist. Ist das dein Plan, mich mit Matrix-Zitaten zermürben? 99.000 Punkte. Gott. Ich muss die Linie halten. Nicht nur das. Verhindert das oben der. Wie heißt das hier? Die Punkte verdoppelt oder verdreifacht wird hier. Das ist nur der Anfang! Oh oh. Na toll. Ja, super hingekriegt hier. Das geht ja ab. Nitro mal einsetzen und wird es oben geblockt. Das nenne ich Präzisionsdrifting. Alter. Sehr gut, sehr gut. Nice, nice, nice.
Ja, nice. Richtig gut, Punktzahl. Ui. Gut gemacht, Soldat. Wegtreten. Oh, schade. Autolock Firestarter nicht besiegt. Oh. Aber gute Punkte gesammelt. Sehr schön. Am Anfang ein bisschen gefailt bei der Strecke hier, aber dann war es ganz gut. So, was bekomme ich? Getriebe. Okay. Was war so schlechter als das andere vorher? Was hat denn? So, neue Mission freigeschaltet. Gute Arbeit, Soldat. Wir sehen uns bei der nächsten Prüfung. Okay. So. Er ruft an. Hey, Mackie, mein Freund. Du hast bei Shiftlock abgeräumt. Gut, gut, gut. Marcus Weir, der Gambler? Setzt du etwa auf mich? Klar. Und ich gewinne. Glaub nicht, dass das Shiftlock gefällt. Okay, so, jetzt werde ich aber erstmal die Aufnahme unterbrechen, weil drei Rennen abgeschlossen beim Drift-Contest hier beim Shiftlock-Club oder was ich was, oder bei Shiftlock-Crew. So, dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder und dann wird weiter gedriftet. Bis demnächst, reingehauen. Tschüss.